wir sind in der privilegierten Lage, dass wir jede Woche tatsächlich austeilen dürfen, von Ihren Gebühren. Übrigens, danke nochmal dafür. Es war nicht mal mir die Frage. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich hatte letztens die Möglichkeit, dem Oliver Welke, dem Moderator der Heute-Show, eine etwas, ich sag mal, kritischere Frage zu stellen. Der war nämlich eingeladen bei uns an der Universität zu einem Gespräch. Und wie komme ich darauf, ihm überhaupt irgendwie eine kritische Frage zu stellen? Ich habe vor vielen Monaten schon von Never Forget Nikki, diesem jungen YouTuber, den auch viele von euch wahrscheinlich kennen, ein Video gesehen, und er kritisiert immer wieder, auch aktuell, eben die fehlende Neutralität im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und er hat eben auch speziell ein Video gemacht zur fehlenden Neutralität bei der Satire. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch auf jeden Fall an, es lohnt sich. Und er hat sozusagen auch damals in seinem Video einen Artikel, der bei NTV erschienen ist, vorgelesen. Und aus dem werde ich euch auch nun einige Zitate vorlesen. Die Überschrift heißt also Person der Woche: Oliver Welke, links ausgerutscht. Und dann kann man dort lesen: Die Heute-Show zählte seit langem zum Besten, was TV-Satire zu bieten hat. Doch zusehends wirkt die Sendung politisch einseitig und leistet sich deswegen jetzt einen Skandal. Und dann gibt es noch eine Zwischenüberschrift, von der ich euch auch etwas vorlesen will. Und da heißt es eben unter der Überschrift: Aufkeimen tendenziöser Züge, steht da, seit einiger Zeit freilich macht sich ein unangenehm tendenziöser Zug in der Sendung breit, immer nur in die gleiche politische Kerbe zu schlagen. Was bei der politischen Dauerattacke auf die FDP, auf Angela Merkel und auf die katholische Kirche noch Züge von Hassliebe in sich trug, wandelte sich bei den großen Themen der vergangenen Monate in grimmige Verbissenheit. Gegen Pegida und die AfD wurde der Humor zusehends hildebrandtesk. Die Redaktion wollte fühlbar die Demokratie retten, ihre Feinde entlarven, vorführen, demaskieren. Alles gut gemeint, nur der Humor klang immer mehr nach Bundeszentrale für politische Bildung oder gar einem Juso-Antifa-Betroffenenkreis. Nicht so lustig jedenfalls. Die alte Journalistenweisheit, sich besser mit keiner Sache gemein zu machen, nicht einmal mit der guten, gilt eben auch für die Comedy. Und genau zu diesem Thema habe ich eben eine Frage gestellt. Und ich habe mich sozusagen auf diesen Artikel berufen, in dem ich folgende Frage gestellt habe. Einer Dame, die da eben rumging, und die, da konnte man eben ins Handy die Frage eintippen. Und dann auch witzig, wie die Dame, die sozusagen meine Frage dem Welke persönlich gestellt hat, wie die dann sozusagen sich gleich davon distanziert, weil es ja ganz schlimm ist, so eine Frage überhaupt nur zu stellen, wie sie dann gleich sagt, stammt nicht von mir die Frage. Schaut es euch auf jeden Fall an und ja, nehmt es locker, nehmt es mit Humor. Viele werfen Ihnen vor, vor allem gegen rechtsgerichtete Satire zu verbreiten. Würden Sie das bejahen? Und wenn ja, wie rechtfertigen Sie das vor dem Hintergrund der GEZ-Pflichtfinanzierung? Stammt nicht von mir die Frage. Also, jeder spielt, da gebe ich Ihnen in dem Punkt recht, jeder spielt lieber vor Freiwilligen. Das ist so. Vor allem gegen rechtsgerichtete Satire, das kann ich so nicht unterschreiben. Also es gibt keine Kampagnen in der Heute-Show, sondern es gibt die Nachrichtenlage in der Woche, und mit der setzen wir uns auseinander. Was stimmt, meiner Meinung nach, sollte Satire schon einer gewissen Haltung folgen. Und wenn ich die Ansichten einer bestimmten Partei zum Thema Zuwanderung, Migration halt menschenverachtend finde, oder wenn ich den autoritären Staat, den die sich erträumen, in dem, wie hat Jörg Beuthen gesagt, nur indigene Deutsche offensichtlich alle Rechte haben, dann werde ich jetzt bestimmt nicht aus Gründen der Ausgewogenheit meine Meinung dazu ändern. Also, aber wenn diese...
Aber wenn der Autor oder die Autorin dieser Zeilen uns jede Woche gucken würde, und ich weiß, es gibt Leute, die gucken uns nur, um sich aufzuregen, das finde ich auch ganz lustig, so wie ich, Entschuldigung, früher mal Spiele vom FC Bayern geguckt habe. Ich bin überhaupt ein Fan, Entschuldigung. Es gibt auch das Publikum. Na, ich weiß, falscher Saal, falsche Stadt. Man kann sehr schön in diesem Video sehen, wie die Ideologie eben greift. Und ich muss sagen, Oliver Welke, menschlich entspannter Typ, also er kommt wirklich sympathischer rüber als im Fernsehen, aber was seine ideologische Einstellung angeht, ja, da muss man wirklich sagen, mit Neutralität hat das eher weniger zu tun. Und das ist ja auch eben der Kritikpunkt, dass im Öffentlich-Rechtlichen sollten die Sendungen neutral sein, denn die Menschen müssen alle GEZ zahlen dafür und so wollen eben nun auch die einen, wollen sozusagen davon unterhalten werden wie auch die anderen und nicht nur eine Bevölkerungsgruppe. Geeigneter Zeitpunkt, um ganz kurz daran zu erinnern, dass am 29.11. nächster globaler Klimastreik ist.